2-0, dann haben wir zu Hause gegen 2-2 gespielt, weil ich immer gewinnen so will. Ja, ja, gut. Die haben aber am 11, dann wollen sie es nicht bekommen, weißt du? Und Favoritenrolle will ich nicht sagen. Also TuS Maccabi hat sicherlich, wie gesagt, den Vorteil, dass sie physisch stärker sind, dass sie jetzt ein Jahr lang schon in der Oberliga sich mit Mannschaften messen konnten, die auch auf diesem physischen Level sind. Nicht fußballerisch, ich würde nicht mal sagen, dass die Berlin-Liga schlechter ist als die Oberliga fußballerisch gesehen, aber physisch definitiv. Du hast auch viel größere Plätze. Du hast halt auch diese Auswärtsfahrten, wo du dann auch erstmal vielleicht 2-3 Stunden im Bus sitzt und dann auf dem Platz musst. Und Favoritenrolle will ich nicht sagen, weil im Finale stehen die Chancen 50-50. Die Favoriten haben wir rausgekickt bis jetzt, wo wir der Underdog waren. Und im Finale ist wiederum alles offen. Dann spielt eine Berlin-Liga-Mannschaft gegen eine Oberliga-Mannschaft oder der Berliner Meister gegen den Oberliga-Dritten. Und aus meiner Sicht sind da die Chancen wirklich 50-50. Ja. Sehe ich genauso, Raga. Hier spielt ein geiler Fußball, muss man einfach sagen. Ich würde auch vielleicht ein bisschen besser Fußball spielen, aber ich setze sehr viel Wert auf Athletik und Zweikampfstärke und so weiter. Und das wollen wir in die Waagschale werfen, aber ich muss trotzdem den Hut ziehen für deine Arbeit da.